Wow. Wir sind hier durchgegangen, nicht durchgegangen, weil er hier reingelaufen ist. Damit der Hund mich nicht sieht. Alles gut. So, und jetzt müssen wir diesen kleinen Raum rechts, rechts. Guckt mal, seht ihr dieses Scheißzeichen an dieser Tür, Digga? Warum ist das hier nicht eingezeichnet? Warum zeichnen die das hier nicht ein, Leute? Warum zeichnen sie dieses Scheißsymbol dieser Scheißtür nicht hier drauf, Leute? Warum? Das ist so kacke, Alter. Du musst so suchen. Und das nervt mich, Leute. Wisst ihr? Das nervt sowas. Das macht wirklich, das nimmt den Spaß auch raus. Weil du musst dann googeln anfangen und die meinen, wer spielt gern mit Google? Wisst ihr, was sie meinen? Und das finde ich echt mies. Das finde ich richtig mies. Finde ich richtig, richtig mies, Leute. Ohne Witz. 1 0 9 3 1. Och, falsch. 0 0 9 3 1. Falscher Code. Okay, dann hat es irgendwas mit diesem Scheiße zu tun. Hey, Greytown. Sehe ich aus wie ein Hellseher? Müssen wir jetzt hier diese Symbole suchen? Ah, guck mal, hier ist eine Uhr und da waren auch mal welche dran, ne? Ah. Nicht verraten, Leute. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich glaube, ich muss hier rein. Ja, okay, gucken wir jetzt schnell um. Also ich sage an dieser Stelle trotzdem vielen Dank an jedem, der jetzt noch geguckt hat in Google und YouTube und was auch immer, wie es weitergeht. Das ist doch mal eine Puppe, die schenkt ihr am besten einem Bekannten, den ihr nicht mögt und der Kinder hat. Ihr wollt es doch auch. Okay, danke für die Rose, Schwester. Danke, danke, danke. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die jetzt hier mitgesucht haben. Ja, das feiere ich mega, Quackmeier. Genau das feiere ich hier mega an meiner Community. Ich höre Geräusche. Hier ist etwas. Das feiere ich halt. Okay, ich rede gleich weiter. Wir müssen jetzt gucken, dass wir durchkommen. Kann ich hier in der Nähe speichern? Ich hätte hier leichter speichern sollen, gell? Egal. Da ist Böses im Busch. Ja, nach dem Püppchen hört sich das nicht an. Also, ich glaube, es ist keine Puppe. Da hinten ist eine Puppe in der Ecke. Aber ich glaube nicht, dass Puppen solche Geräusche machen. Einfach Batterie sparen. Ich muss Uhren suchen. Stimmt. Jetzt hätte ich voll vergessen, dass ich Uhren suchen muss. Danke, danke für die Geschenke, gell? Vielen, vielen Dank. Oder Hund. Ja, irgendwie Hund oder Krokodil. Der Teufel trägt Prada. Das ist unser richtig geil tätowierter Teufel. Das ist unser Holmes, Leute. Oh. Wir wissen ja, eigentlich verfolgt er uns ja nicht lange, eigentlich. Eigentlich. Ja, wollte ich nämlich sagen, eigentlich verfolgt er uns ja nicht lange. Ah, das ist der. Ja, okay. Trotzdem, gell, den muss man trotzdem mit Vorsicht genießen. Weil
Naja, das ist halt ein One-Hit-Wonder. Wenn der uns trifft, war's das. Wo ist denn der? Nein! Der war echt schneller da. Ich hab gleich, ich hol ihn hier in die Ecke rein. Scheiße. Wir machen es nochmal. Jetzt wissen wir wohin. Ihr lacht, aber es ist so. Alter Verwalter, ey. Leckt mich doch, ey. Durchsuch alle Schränke. Gibt's hier Schränke? Ich weiß gar nicht. Oh, scheiße. Was spielen Sie? Guter Herr, ich spiele Dark Occult. Ich sehe noch gut aus und ich bin auch erstaunt über meinen Puls, muss ich auch wirklich sagen. Normalerweise hätte ich jetzt so mit den 120 gerechnet. Guck dir mal diese Arschbacken an. Das ist schon Knackarsch. Und dann noch diese Tattoos drauf. Also Weiber, Mädels, gönnt euch, gönnt euch. So, dann haben wir jetzt den mal da hinten hin. Wir brauchen 3 Uhren, glaube ich, waren das, gell? Auch ein Weg oder was? Das Doofe ist, ich sehe nichts. Als ich heute auf der Arbeit das Video gesehen habe, wo du dich von der Pflanze schocken hast, habe ich so gelacht. Ha? Ja, Digga, diese. Ich weiß nicht. Ich weiß, welches Video du meinst. Diese fucking Pflanze. Hey, ich glaube, ich muss hier. Doch, ich muss doch hier Uhren einsammeln. Alter. Gibt's doch nicht. Da ist eine Uhr. Wisst ihr, was so geil hier ist? Dass man so diese Uhren aufsammelt, dann hat man vielleicht die zweite und dann stirbt man und kann alles wieder machen. Finde ich mega. Finde ich, gibt nichts Geileres wie sowas. Kann ich die aufhängen, wo ich hin will? Ah, ne, guck. Okay, das heißt, ich habe keine Ahnung, wohin die Zeiger zeigen. Werden wir dann sehen. Falsche Taste. Und eine ist 100% in dieser dunklen Ecke. 100%. Sehr gut. Das sieht er nicht hier. Hallo. Johnny. Also das wäre zu einfach, wenn die schon gleich hier wäre. Viel zu einfach. Wäre das. Da ist auch scheinbar nichts. Sorry, war kurz. Ja, alles klar. Kein Ding, du. Kein Ding. Wo ist der? Da hinten. Da! Renn. Renn um dein mickriges Leben, Junge. Renn, wie du noch nie gerannt bist. Oh, schön. Ja. Okay. Okay. Ich habe mich jetzt schon gefreut. Da! Könnte überall sein, ich hab sie, haben sie. Vielleicht ist er unter diesem einen Tuch. Nee.
Hey, hier haben sie zum Glück. Hi, Jesse. Hi, hi, na? Da, ja, wir haben sie gefunden. Pass auf, jetzt laufen wir den voll rein, Alter. C. Jetzt mal aus Versehen Taschenlampe an, hier, und der frisst uns. So. Und nun? Und nun? Das ist immer die gleiche Uhrzeit, ja. Nee, haben wir auch nicht drauf. Ah, ich hab's. Es sind 4 Uhren. Auf jeder Uhr ist genau nur ein Symbol drauf, wo wir brauchen. Wir brauchen hier dieses Ding hier. Das ist der hier. Das ist 9 Uhr. Also 9, würde ich sagen. Dann als nächstes brauchen wir dieses Blair Witch-Zeichen. Dieses Blair Witch-Zeichen haben wir hier auf 8, also 9-8. Ist meine Vermutung jetzt. 9-8, dann diese Doppelpfeile. 9-8. 9-8-5. 9-8. 9-8-5-1. 9-8-5-1, würde ich sagen. Testen wir mal. 9-8-5-1. 9-8-5-1. Jawoll. Jawoll. Oh, Soulbait ist schon vorbei. Und jetzt müssen wir hoch und können das letzte Horn holen. Hier ist nichts mehr. Nein. Ich weiß, Leute, speichern. Ich weiß. Hallo, wo ist denn mein Speicherplatz? Zurück, wir brauchen die Parallelstraße. So, speichern. Da sind wir jetzt erstmal safe. Und jetzt gehen wir zum Dachboden und lösen diesen Schlüssel natürlich ein. Genau, wie kommen wir jetzt hoch? Spielerkarte rechts runter. Also hier, genau da im Kreis drinnen. Spielst du für ein Spiel, wenn das durch ist? Das kommt jetzt drauf an, Debbie. Kann ich dir jetzt so pauschal gar nicht sagen. Wie gesagt, ich habe 2 Spiele, habe jetzt auf jeden Fall noch auf dem Rechner. Die werden wir auf jeden Fall anpacken. Geradeaus. Kann ich dir jetzt aber nicht mehr sagen. Sehen wir nachher, wenn ich fertig hier bin, dann sehen wir meinen Desktop. Und dann kann ich dir auch sagen, was das für Spiele sind. Und ab Mitte November oder glaube 20. November rum kommt. Ah, hier bin ich falsch. Scheiße, ich muss da runter. Oder? Ah, ich muss komplett hier rüber. Nee, wo? Ah, ich muss zurück, ich Idiot. Und ab 20. November oder so, also jetzt nicht mehr allzu lange, kommt Dings raus. The Dark Pictures. Und den werde ich auf jeden Fall anpacken, Leute, den Dark Pictures. Feier ich, die Spiele feier ich. Nee, Outlast 1 nicht, Queenie. Das ist zu alt für mich. Weil ich spiele ungern alte Spiele. Ich meine, das war jetzt eine Ausnahme, dass ich jetzt so ein altes Spiel angepackt habe. Bin ich ehrlich. Das war jetzt wirklich eine Ausnahme, weil ich sonst irgendwie keins zur Auswahl hatte. Und Outlast habe ich auch schon gespielt. Und das wäre jetzt doof, wenn ich das jetzt nochmal mache. Geh doch rein. Der geht nicht rein.
Der geht nicht rein. Der geht in diese Tür nicht rein. Willst du mich verarschen, Junge? Geh doch da in die Tür rein. Der geht in diese Tür nicht rein. 2018 und da kriegen die es nicht hin, mit Updates einfach wieder spielbar zu machen. Ja, ich bin reingekommen. Geil. Sehr schön. Ich speichere jetzt lieber hier, nicht, dass es verpackt ist und ich nie wieder rauskomme und dann kann ich alles von vorne machen. Schade, dass es so verpackt ist. Wirklich sehr, sehr schade. Die hätten sich dann auf jeden Fall Mühe machen können, die Bugs mindestens rauszuhauen. Wir haben sie ja 5 Jahre Zeit. Och nee. Ich weiß, was uns hier erwarten wird wahrscheinlich. The Bigfoot. Hundertprozentig Bigfoot. Oder? Spielvorschläge, ja, dann natürlich sehr gerne. Schießt los, wie Quickmire schon sagt. Aber bitte kein Outlast, bitte nicht. Also ich habe nichts gegen Outlast, aber ich habe Outlast 1 durch, ich habe Outlast 2 durch. Und ich habe echt keinen Bock, ein Spiel 5-mal durch zum Spielen. Ja, Alex, das Spiel wurde nicht so gehypt. Ich denke mal, würden sie... Ja genau, das ist das Labyrinth und dann kommt da oben der einzelne Raum. Das Spiel ist an sich ja wirklich nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Problem ist halt, ja, die könnten mehr Hinweise geben. Wie ich ja vorhin gesagt habe, da war diese eine Tür, die hätten sie auf der Karte markieren können. Einfach, dass es ein bisschen... Ja, ich meine, renn mal durch ein 4-stöckiges Haus und geh alle 500 Türen durch, Digga. Das ist unmöglich. Ja, der Abgrund gibt Outlast viel, definitiv. Ja, und dann wäre es auf jeden Fall geil geworden mit einfach ein bisschen Hinweisen, so wie in jedem Spiel mal eigentlich auch gut durchgeführt wird. Durchgeführt in Anführungszeichen, aber du wirst ja hier komplett hängen gelassen. Und wie gesagt, die Bugs. Ansonsten glaube ich, wäre das Spiel mega geil geworden. Weil die Story an sich. Die Story an sich hier ist mega gut. Nimm das Ding jetzt. Olo, nimm. Bist du zu doof? Hey, Julchen. Hi, hi. Ja, zu schwer ist halt genau das, weil die halt keine Tipps geben. Weißt du, wie ich meine? Die geben dir... Layers of Fear habe ich auch schon gehabt. Und da warte ich jetzt sehnsüchtig auf Layers of Fear 3. Oh, hier gibt es keine Karte. Also der 3er kommt ja auch noch. Wir brauchen einen Schlüssel. Da warte ich auf den 3er. Und der kommt ja jetzt auch nächstes Jahr irgendwann. Glaub so viel ich weiß. Hey Gigachel, what's up, man? What's up, Bro? Ja, Julchen, alles fit bei uns. Und bei dir so? Sackgasse. Until Dawn habe ich auch, aber wie ich gerade vorhin gesagt habe, diese Until Dawn, diese Macher von Until Dawn hauen in 2 Wochen einen neuen Teil raus. Und den werden wir packen. Also wie gesagt, am 20., 23. irgendwie so, weiß jetzt nicht so genau, da kommt ein neues Spiel von den Macher von Until Dawn raus. Wie gesagt, der dritte Teil von denen. Hey Gigachat. Cool down. Irgendjemand ist hier. Ich glaube, der will gemutet werden. Das überlasse ich euch, wer es macht. Ja, von hier kommen wir. So. Ist gut, ne? Hey, Lena! Ja, Lena, was ist los? Hi, hi. In Silence, Dead by Daylight und Phasmo werden wir noch zum... Ah, Phasmo, genau. Phasmophobia. Stimmt, das haben wir noch auf der Liste gehabt. Na, alles gut, Lena. Wie geht's?
Was macht dein Kreislauf oder irgendwo, oder? Alter, wer ist hier? Ja, nicht Kreislauf, aber halt, ja, was macht deine Gesundheit? Alles gut bei dir. Wo ist dieses Viech, wo hier rumpoltert? Wo ist was? Da ist die Tür, da komme ich aber noch nicht rein. Da hinten ist was, ja. Oh, Call of Cthulhu habe ich gezockt. Habe ich schon gezockt. War aber auch nicht so wirklich Horror. War aber gut. War gut. Debbie, ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich muss hier einfach durchs Labyrinth. Ach, hier. Gar nicht gesehen. Okay. Na danke. Das ist nur ein Weg zur Batterie. Ich probiere jetzt halt irgendwie die paar Worte, die ein. Ich habe doch gerade hier was. Also ich probiere jetzt irgendwie diese ein, zwei Wochen bis zum, wo ich gerade gesagt habe, zu Until Dawn, dritten Teil. Probiere jetzt noch irgendwie zu überbrücken. Ich glaube, wir werden hier noch gejagt, oder? Lass Piraten hier stehen. Ah! Wow! Alter Schwede! Alex, Korn hab ich durchgespielt, hab ich auf YouTube hochgeladen. Hey, komm! Ernsthaft, der läuft hier rum. Wie soll hier blind durchkommen? Willst du mich verarschen? Wie soll ich hier durch? Ich bin am Arsch. Visage habe ich glaube auch schon gemacht, Jesse. Medicine habe ich auch. Handy fast fliegen gelernt. Jesse, hast du dich erschrocken? Vom Spiel oder von mir? Weil ich so geschrien habe. Ich hab keinen Plan, wo er ist, Digga. Okay, er war vor mir. Ja, alles klar, Soulbait. Alles klar, kein Ding. Ich wünsche dir eine gute Nacht und vielleicht sieht man sich am Sonntag. Nicht vergessen, heute ist mein letzter Tag zum Streamen und dann erst wieder am Sonntag. Ja, vom Spiel, alles klar. Dead Space habe ich nicht, kommt aber ein Remake raus. Und wenn, dann werde ich mir das Remake packen zum Zocken. Und nicht das alte, aber wie gesagt, der Remake ist noch nicht draußen. Ich hoffe, dass ich bald immer noch so aktiv sein kann, weil ich bald einen Nebenjob beginne. Aquini, du, kein Problem. Wie gesagt, ich streame das ja jetzt nur so, so lange, und so, weil ich ja krank geschrieben bin. Ab Montag geht es für mich auch wieder los und von dem her kann ich nur ab Mittwoch bis Sonntag von 20.30 Uhr bis wirklich, Leute, maximal 23 Uhr. Also habt keine Angst. Das wird zukünftig nicht so lange laufen. Ja, sehr gut. Glückwunsch, Lena. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das wird hier auch... Der Callisto kommt im Dings im Dezember raus. Da freue ich mich mega drauf. Auf Callisto freue ich mich mega. Last of Us. Ich weiß gar nicht, gibt es den nicht für den PC? Aber Last of Us ist für mich jetzt nicht wirklich Horror. Das ist mehr so Survival. So.
Theoretisch muss ich ihn irgendwie hierher locken. Ja, danke, danke, Solveig. Danke, danke. Aber du musst Resident Evil wirklich zocken. Das hab ich auch schon. Wo ist denn das Mistvieh? Nein! Nein! Was war das? Was ist das? Es buggt. Es buggt. Ich bin voll im Bug drin, Leute. Ich bin wieder voll im Bug. Ne, Silent Hill 2 habe ich nicht durch, aber da kommt ja ein Remake raus. Hä? Guck mal, es buggt volle Kanne. Der hat die Pose vom Dings. Vom, wie heißt der mit dem langen Krallen? Kann ich ja nichts dafür. Wo ist Mama? Mama war doch vorhin schon halb im Schlaf. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Also geistig wahrscheinlich nicht mehr da. Was passiert hier? Erstmal, weil vorhin ist ja hier, hat es irgendwas verrissen. Ach, hier ist eine Sackgasse. Oder? Ist das eine Sackgasse, oder? Ich muss den hier reinlocken. Ich muss den hier reinlocken. Alter! What the fuck, Leute? Ich muss den hier reinlocken. Nichts. Oh! Ich habe nichts gesehen. Nein! Oh ja, das ist der Käfig, Wegmeier. Genau, das ist wahrscheinlich dieser Käfig.